Hey yo, herzlich willkommen zurück zu Plague-Tale Innocence. Rodek liegt da verstorben, durchgelöchert von den Pfeilen, die er eingesteckt hat, und um uns zu helfen, um den Großinquisitor zur Strecke zu bringen, also auszuschalten, um unsere Mutter zu retten, um das alles zu beenden hier. Wie denn? Zum Teil. Was machst du? Wie machst du? Wow. Er macht einfach den hier, ey. Er macht den hier. Und der macht einfach den Weg frei, jo. Ingo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance. Hab ich gesagt, let's go? Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen. Ich bin Mumpy, let's go. Dann haben wir eine Abmachung. Okay. Oh nein, Rodrik, Mann. Nee, leg dich nicht mit mir an, nicht jetzt, ey. Trau dich, ey. Komm her, ey. Es ist ja vorbei, ey. Komm einfach her. Komm her, ich mach dich fertig. So, zeig mal deine Lampe. Ja, halt die vor dem Schild. Bist ein richtiger Genius, ich weiß. So, und jetzt Ratten. Komm, greift an. Wir sind wütend. Ihr habt Rodek gekillt. Und den Bruder von Melly. Jetzt ist vorbei hier. Da ist noch eine Werkbank. So, ich benutze ausnahmsweise mal die Werkbank. Schließt Amicia einen Stein mit der Schleuder, verliert das Ziel seinen Helm. Oh, das ist cool. Wir haben ja fast alles. Das ist ja cool. Das heißt, einmal mit der Schleuder Stein vom Kopf werfen, ist der Helm ab. Wie auch immer das geht. Ist halt eine starke Schleuder, die zerbricht dann wahrscheinlich. Also der Helm. Und danach können wir dann nochmal draufschießen und denjenigen erledigen. Das ist nice. So, das ist doch ein Battlefield hier. Ja, ich sehe es. Aber wir haben ja unsere Steinschleuder der OP-Haftigkeit. Das sollte gehen. So, wir zerstören euch jetzt einfach alle. Verdammt. Ich muss nur aufpassen. Ich habe auch eine bestimmte... Ach, der hat einen Helm. Nein, die anderen. Oh, wow, Alter. Ich schätze, bei der Menge an Ratten geht das auch noch ein bisschen anders, ne? Aber machen wir jetzt erstmal den hier. Der hat einen Helm. Vielleicht sollten wir sein Feuer löschen. Oder wir erledigen den Typen einfach. So, Mäuse, warum helft ihr uns nicht? Ach so, der hat eine Lampe. Versuchen wir es mal von der Seite. Zuerst die Lampe. So, der Rest erledigt sich von selbst. Hallo, Ratten? Hallo? Warte mal. Irgendwie haben die Ratten keinen Bock. Warte. Das hier. Ja. Keine Ahnung, was ich jetzt geworfen habe da. Warte. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ratten, greift doch an. Los. Attack. Irgendwas leuchtet da noch. Egal, ich snipe die einfach alle weg. Wir müssen aufpassen wegen den Scharfschützen. Okay, der ist weitergelaufen. Quatsch, den hauen wir auch nochmal um. So, und jetzt auf die aufpassen. Da ist ein Sniper. Der zieht gerade seinen Pfeil. Das war's aber. Wie wir einfach nicht auf die Ratten achten müssen. Und bam. Easy. So, was hatten wir hier? Was hat die gesagt? Wenn andere einen fressen, dann fällt man vom hohen Ross? Was hat denn das jetzt mit Kartoffeln zu tun? Wir sind da? Er hat etwas Böses vor. Boah, das ganze Ding ist voll mit diesen Sucht. Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Boah, die ist richtig, die ist noch wütender als ich, ey. Gleich an. Gehen wir, Hugo. Ja, Mama wie? Ist da drin. Ich komme hier nicht runter. Jetzt kann ich. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt kommen wahrscheinlich die Badasser aller Badasse. Bossfight oder was? Wow. Ey. Lukas, wo sind die anderen? Bleibt, wo ihr seid. Wo sind die anderen? Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Was machen wir? Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Oh Mist. Alles klar. Warte. Kommt raus, Ratten. Und Attack. Ah, die haben alle keinen. Oh Mist, gezielt. Boah, das war close. Da kommen wir nicht hin. Doch, kommen wir. Oh, easy. Gut, das war einfacher, als ich gedacht habe. Aber wartet. Da kommt die zweite Welle. Ey, wir sind einfach voll mit Ratten. So, kommen die... Boah, guck mal, da kommt der an, ey. Oh, der hat Feuer da. Das Zeug ist lebenswichtig. So, und Feuer aus. Nein, ich habe daneben geworfen. Feuer aus. Aber der andere hat noch. Und Feuer aus. Da kommt sicher noch eine Welle. Soll ich nochmal machen einen? Jetzt geht ab hier. Nee, das war's. Diese Macht. Ja, ist schon eine krasse Fähigkeit. Also, der Junge hat Skill. Nur setzt das nicht falsch ein, ne? Ja. Gut, ein paar damit haben wir schon gekillt, ne? Schöne Familie. Ja. Ja, ne? Ja. Nee. Mir fehlen die Worte.
Hilf mir! Wir sind drin! Niemand herein! Und niemand heraus. Hier wird niemand herauskommen, außer wir. Schön abschließen, damit nicht jemand reinkommt, sondern damit keiner mehr rauskommt. Denn diese, wir sind nicht mit denen hier eingefangen, sondern die sind mit uns eingesperrt. Oh, das ist die Mutter, glaube ich, die da gerufen hat. Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice. Mama. Beatrice, die Mutter. Mein Kind. Meint der mein Kind, ey. Kauf dir ein eigenes. Ist das getan. Oder macht ihr eins. So. Keine Ahnung. Lass es lieber sein. Ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Der hat wahrscheinlich... Pass auf. Nachher, irgendwann, hat der die Macht über die Ratten und zwar stärker als Hugo. Und dann haben wir wieder das Problem. Weil Hugo... Ja, sie sind hier. Ja, die Ratten sind hier, aber ich habe das Gefühl, der kann die irgendwie auch kontrollieren. Na dann los. Bleibt dicht bei mir. Und zwar mehr als Hugo, ich sag's euch. Boah, das sieht so nice aus gerade. Ja, das sind zwar Ratten. Kann nichts machen, ich kann nur laufen. Laufe ich überhaupt? Ja, ich laufe. Oh. Boah, das sieht so geil aus, wie der Gang. Ich kann mich auch nicht umgucken oder so. Ich kann nur nach vorne. Ich sag dir, der bändigt die gleich. Das ist Rattenbändiger. Der ist ein Rattenbändiger, genauso wie Hugo, ich sag's. Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Bla 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 bla. Vitalis, ihr seid allein! Vitalis. Oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Ja, weil du nämlich der Meister bist. Seine Freunde, ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Was war... Wow, als ob... hat der telekinetische Kräfte? Was war das denn? Voll der Move. Ach, weiße Ratten, ne? Als ob weiße Ratten versus schwarze Ratten. Und die können einfach das Licht durchrennen. Die springen einfach ins Licht. Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. Weiße Ratten kann der nicht bändigen, Hugo. Vernichtet ihn. Oder nackte Ratten. Nackte, wir sagen nackte Ratten, ja? Boah, die betteln sich. Formiert euch neu. Vorrücken. Was ist das denn? Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Was geht denn? Das Licht okay. Hält sie nicht auf. Das Licht hält sie nicht auf, aber vielleicht Dunkelheit. Warte, warte. Das ist unsere einzige Dunkelheit aber. Oder? Ja. Was? Nein, 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 nein. Nein. Warte, was muss ich werfen? Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich werfen muss. Sammle genug Ratten in einem... Ich werde sterben. Reich ein. So, ist mir jetzt egal, was jetzt passiert. Erstmal direkt wieder nächste. Bevor die sich formieren hier. Hehehe, wir kommen näher. Das kann ich auch. Du kannst auch das mit diesem Sturm machen. Ich weiß nur nicht wie. Ach so. Ah, okay. Sammle genug Ratten in einem Bereich, um einen Schwarm zu bilden. Boom. Als ob wir dies jetzt können. Nackte gegen Klamottenratten. Also nackt. Das geht nicht hier. Nicht nackt. Oh, warte, warte. Los. Der Rattenwirbelstürme, ey. Bäm! Alter, das ist so geil, ne? Bam. So, jetzt. Warte. Warte. Und wieder zurück. So, und jetzt Rattenfähigkeit. Los, Hugo, dein Einsatz. Komm schon. Bam. Das Ultimate Ninjutsu hier. Und bam. Und noch ein. Und danach machen wir das Feuer aus. Bat. Feuer aus. Hehe, verloren. Hugo ist hier der Gewinner. Keine Chance. Okay, da kommt wieder... Nein! Ah, verdammt. So. Sind wir eigentlich da, wo wir aufgehört haben, glaube ich. Bam. So. Das Ding ist, die kommen auf einmal richtig schnell auf einen zu, diese Strudel. Bam. Er macht halt immer den ersten Angriff. Das ist es. Wir müssen das Ganze dann kontern. Bam. Aber easy. Wir haben ein Gegenspell dafür. Quatsch. Kommt noch mal einer? Ah, hier haben wir aufgehört. Genau. So, einen haben wir noch. Könnten aber, glaube ich, noch einen machen. Genau, hier sind wir stehen geblieben. Und dann auf einmal spawnen die hier direkt vor uns. Fuck. Das Ding hatte mich erledigt gehabt. Okay, das war's. Kommt noch mal ein Sturm. Er hat keinen Bock mehr. Okay.
Ah, wir sind hier. Amicia, er darf seine Macht nicht missbrauchen. So richtig Dunkelheit gegen Licht. Licht gegen Schatten. Geht mit dem? Der hat keinen Bock mehr auf dem Leben. Ach so. Ach, so. Ich will nicht mehr. Der Armste. Einfach runtergeworfen. Du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Ne. Ich glaube, der hat Angst. Die Gabe des Selbst. Oh, oh, was passiert jetzt? Amicia! Ich bin die Einheit. Oh, jetzt kommt der Mega... Oha. Das ist ein verbotenes Jutsu, Leute. Warum sind wir jetzt alleine hier? Hugo? Bleib bei Hugo. Ja, was soll... Okay. Ey, das ist so geil gemacht. Das ist so geil gemacht. Ey. Was? Halte zum Rennen. Ja, ist mir klar, aber... Ja, ich habe gleich ein Problem. Ich kann auch die Fähigkeit nicht ein... Hä, hey, warte, nein, nein, nein. Keine Geduld, die Bossgegner von heute. Keine Geduld. Was? Haltet zum Rennen? Ja, ich weiß schon, was wir machen müssen, glaube ich. So, und jetzt rennen. Aber ich weiß noch nicht, wie das Ganze enden soll. Ach, seht ihr das? Ach, da, wir können die Ratten befehlen? Warte, was? Ach so, nein, wir können unserem Bro sagen, greift an. Er hat angegriffen. Sehr gut. Was hilft uns? Amicia? Was sollen wir machen? Ach, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das wahrscheinlich auf dem werfen. Nee, hä? Ich weiß noch nicht. Vielleicht mit einem Stein oder so. Machen wir gleich in der nächsten Runde. Vielleicht mit einem Stein einfach gegen den Kopf. Ich glaube, das ist richtig. Okay, diesmal gehen wir nach links. Ja, ich weiß. Ich sollte nicht so rumstehen. Ist okay. Warte nochmal. Noch ein Angriff. Danach kommt der Konter. Okay, jetzt. Ja, ich bin auf dem Weg. Jetzt kommt der Konter. Angriff. Los. Hugo? Jetzt komm. Und Spam. Mist! Diesmal hat's nicht geschafft. Verscheuchte die Ratten? Hä? Okay, ich hab eine Idee. Warte, vielleicht? Ja, ich... Ja, hä? Ach so, ich verstehe. Wir dürfen die Ratten nicht in der Mitte locken. Wir müssen die immer schön an der Seite und jetzt zur anderen Seite. So, jetzt verstehe ich. Wir dürfen nicht die Mitte versperren. Okay, jetzt. Jetzt haben die freie Bahn. So, let's go. Jetzt kommen die durch. So, und das wird ein Volltreffer. Ach, jetzt kann er nicht parieren. Okay. Bam, und jetzt sind wir dran. Oh, yes. Keine Nase. Ich habe richtig gehört, wie die geplatzt ist. Aber alle guten Dinge sind nicht einmal, ne? Jetzt machen wir dasselbe. Oder er kriegt ein Upgrade. Ich glaube, der kriegt ein Upgrade irgendwann. Okay, ja, ich weiß, ich sollte nicht so rumstehen. Ey, das ist so geil gemacht, auch von der Animation her und so. Was geht jetzt ab? Das ist neu. Was macht denn der da? Was geht denn jetzt mit dem? Ach, Mist. Warte. Alles gut. Ich kann die Ratten einmal... Ach, nein. Und nochmal. Eins. Bam. Jetzt kommt seine komische Untergrundattacke. So, raus. Da muss ich ja eh nicht hinlaufen, deswegen kann ich hier bleiben. Jetzt macht er das nochmal. Oh, was ist das? Oh nein, der hat da irgendwas... Ah, okay. Warte, jetzt. Oh, gut, dass ich das gelöscht habe. Ich mache mal schon mal noch so eins. Okay, let's go. Und jetzt kommt das zweite Mal, aber alle guten Dinge sind meistens drei. So, das war aber schon mal gut. Guter zweiter Versuch, auch wenn es jetzt unser dritter oder vierter ist, keine Ahnung. Okay, das ist gut, wenn wir das machen mit dem Stein. So. Also, was für ein Fleisch gebrochen, sag mal. Was reden wir da? So, ich glaube, das hier rüste ich als nächstes aus. Ja. Ich muss jede freien Platz hier nutzen. Jetzt macht ihr den Bodenangriff. Okay. Jetzt gehen wir hier hin. Dann haben wir die andere Seite komplett frei für den Notfall. Okay, jetzt macht er da. Nein! Oh. Ja, hier komme ich nicht mehr durch. Warte. Ne, ich komme hier nicht mehr durch. Ah, ist vorbei. Ja.
Ich dachte, er setzt wieder die Fähigkeit von unten ein. Ich hätte auf ihn achten sollen. Er hat diese Sturzattacke gemacht. Ich dachte, er macht die von unten. Verdammt. Das war geplant. Es war geplant, dass ich das denke. So, die ersten zwei Phasen sind ja noch kein Problem, ne? Batsch und dann... So, und Nummer 2. So, jetzt kommt der interessante Part. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich gehe wieder nach rechts. Hier habe ich mich schon dran gewöhnt. Zwei Stück davon. Ich habe noch ein paar Steine. Let's go. Diesmal auf ihn achten. So, jetzt kommt erstmal dieser Sturzangriff, sage ich mal. Let's go. Do it. Bring it on. Okay, let's go. Jetzt kommt der von unten. Und danach gehen wir nach hinten. Wir gehen dann komplett durch. Lauf, lauf, lauf. Wir gehen komplett durch. Wir machen das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Hoffentlich habe ich genug Zeit. Okay, okay. Oh nein, voll auf mich. Und... Hä? Hä? Was? Was denn mit diesem Spielzeug erreichen? Hä? Was geht ab? Ich hatte aus Versehen das Feuerlöschding am Anfang gehabt. Und bam. So, und Nummer 2. Habe ich jetzt das Richtige genommen? Ja. So, wie viel habe ich davon noch? 3. Jetzt geht das wieder los hier. Phase 3. Kann es sein, dass dieser Fallangriff schneller ist als sonst? So. Ja, ja, er kippt sofort. Okay. Ich glaube, dann bleiben wir hier, oder? Ich versuch so viel Platz rauszuholen, wie es geht. So. Jetzt macht er den Sturzangriff. Ich stelle mich mal hier hin. Ah, der kommt ja sofort runter. Voll vergessen. Okay, jetzt das. Macht er jetzt nochmal den Untenangriff? Ja, ja, er macht den Untenangriff. Wartet. Alles gut, alles gut. Können wir jetzt? Er macht einfach nochmal. Er macht einfach nochmal. Passt das? Als ob der jetzt nochmal macht. Okay, macht er nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir durchkommen. Ich weiß nicht, ob wir durchkommen. Ich habe das Feuer gelöscht. Wir kommen nicht durch. Wir kommen durch? Wir kommen durch. Das war aber richtig close. Ba-u-bam. Darf ich nochmal? Nochmal einen. Okay, nee, nee. Alles gut. Alles gut. Boah, geiler Fight. Das war gerade am das war richtig knapp. Die Ratten haben sich gerade so durchgeschlichen. Das ist für Roderick. Und den Bruder von Melly. Jakob. Arthur. Beruhige dich. Es ist vorbei. Gut gefightet. So, was sind deine letzten Worte? Sag mir nicht, du willst einen Cheeseburger als letzte Mahlzeit. Ich habe jetzt gerade echt nichts dabei. Und kein Kleingeld. Boah, guck dir grimmig so. Bin neidisch auf dich. Und jetzt ist er tot. Wenn er jetzt wieder aufsteht, ne, dann fresse ich einen Besen. Dann will ich aber, dass die Roderick auch aufsteht. Das habe ich mir gedacht. Asobo Studio. Ihr habt da richtig schönes Studio, Leute. Studioleitung. Sebastian, hast du gut geleitet, ey. David auch. Ebenfalls. Gut geleitet, Produzenten. Alles gut gemacht habt ihr. Alles ist super. Ich finde super. Nur musstet ihr Rode killen. Und Arthur. Und alle anderen Menschen. Aua. Scheiße. Leute, das war's. Gibt's am Ende vielleicht noch was? Wir gucken jetzt gleich nochmal in den Credits. Wenn Ende ist, dann schauen wir nochmal, ob was kommt. Wenn nicht, dann, ne, dann sehen wir uns ja gleich im sonst was. Ah, es kommt noch was. Kapitel, was, 17? Füreinander. Es kommt noch was. Warum blinkst du? Ey, das nervt sowas von, wenn ihr das Handy nehmt. Kennt ihr das? Ihr habt das Handy neben euch liegen und das blinkt die ganze Zeit. Alter, ich kann das gar nicht abhaben. Wenn ich ehrlich bin, hätten die das jetzt so stehen gelassen, wäre jetzt nicht das beste Ende, ne? Also ich würde schon gerne wissen, was passiert denn jetzt? Wie sieht die Zukunft aus? Ah, 3 Tage später. Okay, ist nicht allzu fern, allzu weit entfernt. Den Leuten scheint es wieder so weit. Ist das die Dame? Ist das die alte, ältere Dame? Triff dich mit Lukas und Beatrice am Karren. Beatrice, die Mutter. Nee, das ist nicht die Ältere. Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Ich will einen Schneemann bauen.
Leute, die Inquisition ist abgeschafft. Also jedenfalls diese bösen Typen sind abgeschafft. Weil der doofe Leader, es gab ja diesen einen, der dagegen war. Gegen dem, was der Großinquisitor da gemacht hat. Na, der kam ja, hat gesagt, das ist nicht gut, was du machst. Und ist dann irgendwie wieder gegangen. Was machst du hier, Leckeres? Ja, heute gibt's ein Festmahl. Die Leute freuen sich, dass die Ratten jetzt fort sind. Aber, oh, also... Hier ist ja. Sieh nur. Aber hallo, ist Junge. Hugo jetzt dafür verantwortlich, wa? Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Ja, klar sind wir die Besten. Komm, lass mal hier machen. Na gut, dann los. Sehr schön. Okay, ich krieg 6 los, Steine. Amicia. Okay, wir haben jetzt eine neue Mission, alles klar. Nimm an dem Zielschießen teil. Okay, wir haben genau 6. Ja, es ist doch... Leute, ist doch... Quatsch. Jetzt das Hühnchen. Nee, das Hühnchen lassen wir mal, ne? Sonst ist das Matschepampe, das explodiert halt einfach. So, 2. Ich finde das 6. Ziel noch nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich finde das 6. Ziel nicht. 4. Da ist das 5. Das 6. habe ich bisher noch nicht gesehen. Was ist das denn hier für eine... Sag mal. Sag mal. Wo ist das 6. Ziel? Da. Hä? Bist du mich veräppeln? Hallo? Ey, entweder ich bin verrückt oder der trickst uns aus. Ach, da rechts ist es. Da ist es doch. Wo hab ich jetzt gesucht? Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Ein Apfel? Ja gut, für die Leichtigkeit gern. Ja, wo ist mein Apfel? Betrug. Ach nee, da ist der er. Der Apfel ist für dich, Hugo. Oh. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich dachte erst, wir kriegen so ein Kuscheltier, natürlich. Weißt du? Boah, ist das ein feiner Apfel. Boah. Heute feiern wir den dritten Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ja, ich gönn mir. Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Wir wollen zum Jahrmarkt. Wir wollen zum Jahrmarkt. Der Kleine. Oh nein. Was ist mit dem? Wie, oh nein. Du darfst nicht rein. Hey, ist das nicht der eine? Der Tote? Warum nicht? Wie, der darf nicht rein? Geht. Sollen wir Ratten auf euch schicken oder was? Wieso darf er nicht rein, hä? Sag mal, er ist hier der Anti-Ratten-Master. Boah, sind die groß. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Wir sind die Wichtigsten. Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Ah, okay, sie versuchen immer noch irgendwie... Aber guck mal, wie die uns herglotschen, ey. Perversling. Backpfeife gleich geben, ey. Schaut uns hier auf dem Hintern. Guten Tag. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20? 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Eine nette Vorspeise. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Let's hey. Go. Wie wär's, wenn du auch mal rennst? Bo, flitzen wir ab. Aber der Kleine flitzt ja richtig ab. Ich bin direkt hinter dir. Ja, komm schon. Hallo? Hallo? Herr Musikmaster? Der ist abgehauen. Der hat gekündigt. Gut, da ist er gut. Wieder. Du hast gewonnen. Ich hab keine Ahnung, was mit der Mucke los ist. 20. Der Maestro, der macht gerade Pause. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißbaum? Wir wollten aber auf dem Jahrmarkt. Gehen wir. Gut. Mann, Entenangeln. Ja? Ein bisschen Kettenkarussell. Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Ja, die haben Angst. Sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Ich glaube, sie hat ein bisschen, ne, sie... Der hat halt die Kraft mit diesen Ratten und ich weiß nicht, vielleicht hat die etwas Angst vor ihm jetzt oder will einfach nicht in seiner Nähe. Wird sie noch viel länger? Das ist das, was mir jetzt als erstes einfallen würde. Kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Oder hat das was mit ihrem Bruder zu tun? Weil ihr Bruder verstorben ist? Gut, aber ey, die Rattenplage ist futsch, ne, würde ich sagen. Hugo, ja? Schön. Findest du mich hübsch? Gutes Ende. Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst du, kannst du es nur sagen? Aus. Alter. Eine Fliege.
Schläge? Der gibt deine uns. Eigene Schwester? Oh, jetzt ist Ende. Bist du bestraft. Dann wird das doch noch ein Part. Dann ist das doch noch denselben, den ihr gerade guckt. Okay. Ja. Das ist ja echt, ich habe gedacht, ne, ich wusste ja ganz am Anfang gar nicht, worauf ich mich hier einlasse. Ich habe mich ja null spoilern lassen und habe einfach drauf losgespielt und geguckt, ob es mir überhaupt gefällt. War ja mega geflasht und muss sagen, nach der Zeit habe ich mir gedacht, das ergibt kein gutes Ende. Irgendwie Bruder wird sterben, Schwester wird sterben, beide opfern sich für irgendwas, damit diese Rattenplage endet. Rattenplage ist geendet, hat aufgehört. Und jetzt auf einmal wird die Musik anders. Wir haben gesiegt. Wir haben den großen Inquisitor zerstört. Auch wenn Roderick sich dafür abfahren musste, er ist ein Mann geworden. Und aus irgendeinem Grund veranlasst mich die Musik anders zu reden. Und tiefer zu reden. Denn wir haben die Rattenplage beseitigt. Mit unserem kleinen Bruder haben wir überlebt. Der Alchemistjunge hat auch überlebt. Melly hat auch überlebt. Der Bruder leider nicht. Und Roderick haben nicht mehr überlebt, die beiden. Aber hey. Ein größtes Dankeschön an das gesamte Asobo-Studio sowie an alle unsere Familienmitglieder für ihre Unterstützung während der Entwicklung dieses Spiels. Ach nee, herzallerliebst. Und eine große Knuddler an die neuen Babys des Asobo-Studios. Oh, wie süß. Leitende Geschäftsführung John Baird. Alter, die Leute hier. Macht noch mehr Zeug. Entwickelt noch mehr Zeug. Wieder das gleiche Team meinetwegen und let's go. Do this. So, Musik habe ich wahrscheinlich mal im Hintergrund ausgemacht. Aber ich werde es kurz halten. Ich muss sagen, es war einfach awesome. Ich werde dazu vielleicht noch auf Steam eine Review machen. Mal gucken. Oder unten in der Beschreibung nochmal. Und Mann, meine Güte, war das gut. Ey, Leute, bleibt dran, macht nochmal irgendwas so Geiles. Ich finde auch Happy End. Kennt ihr Brothers A Two Tale of Two Sons? Irgendwie so ähnlich hieß das. Ich vergesse manchmal den Namen. Auf jeden Fall, das habe ich vor Jahren gespielt. Und das habe ich auf der Xbox einmal gespielt. Damals hatte ich überhaupt noch Xbox gespielt. Jetzt habe ich keine mehr, beziehungsweise die liegt irgendwo komplett weg. Und das war auch mega geil. Ich spoiler keinen. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, spielt es. Am besten noch mit einem Kollegen im Coop, im lokalen Coop-Modus. Das macht richtig Fun auf einen Controller. Ihr könnt natürlich auch die Tastatur benutzen. Das ist ein richtig geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. Genau wie das hier, kann ich auch nur empfehlen. Wäre cool, wenn das hier auch nochmal vielleicht im Coop gegangen wäre, aber ich finde so schon super. Ich mag ja solche Solo-Abenteuer sowieso. So, das will ich gar nicht mehr lange aufhalten, Leute. Das war einfach super. Falls jetzt danach noch was kommt, bleiben wir natürlich dran. Schauen uns das noch an. Bis dahin wünsche ich wie immer einen schönen Tag. Und Leute, das ist so awesome gewesen. Das Spiel ist mega geil. Leute, probiert's aus, spielt selber. Ist mal einfach so fun. Und ich hoffe, das nächste Spiel, was wir durchgehen werden, was wir gemeinsam zocken werden, ist mindestens genauso gut, was ich mir schwer vorstellen kann. Ich weiß noch nicht, was jetzt als nächstes kommt, kann ich nicht sagen. Aber mal schauen, ne? So, wie auch immer. Ich könnte noch ein paar Tage reden, aber deswegen, man soll ja aufhören, wer es am schönsten ist. Und ich finde, das ist schön. Roderick, Arthur, wir haben euch im Gedanken, auch den Vater und auch den Hund und die Sau. Das Wildschwein. Okay, das trifft mich immer noch am meisten. Trotzdem wünsche ich euch jetzt nochmal einen schönen Tag. Und jetzt schaltet ab. Abschalten. Abonnieren. Liken. Und euch gegenseitig knuddeln. Und immer schön lieb sein. Bis zum nächsten Mal. Mumpy out. Bye bye.